Comichelden sind mittlerweile in aller Munde. Und ich meine damit gar nicht die XXX-Version von Deadpool. Nein, ich meine da, dass jeder Superheld mehr oder weniger jetzt irgendwie seinen eigenen Film bekommt. Und dass dadurch natürlich nicht nur die Kinofilme, sondern auch die gezeichneten Filme irgendwie hochleben. Beispielsweise mit dem DC Universe Original Movie Justice League vs. Teen Titans. Und das rollt einem irgendwie förmlich von der Zunge runter. Auf jeden Fall hat Warner diesen Film auch als limitierte Steelbook-Version veröffentlicht, die es unter anderem in England bei Zavi.com gibt. Genau dort habe ich es dann auch bestellt. Es sind ja in der letzten Zeit einige Sachen, so wie auch Batmans The Killing Joke, auch wie, ich glaube, Batman vs. Harley Quinn. Und ein weiterer, der jetzt dann kommt, den Harley Quinn habe ich leider verpasst, aber es kommt jetzt noch irgendwie, ich glaube, ein Batman-Film, der eben auch als limitiertes Steelbook erscheint, was ich dann natürlich auch noch haben muss. Das ist mehr oder weniger der letzte Film, der vor The Killing Joke veröffentlicht wurde. Da habe ich ja bei einem Gewinnspiel auf Facebook diese coole Version mit dem Hardcover-Comic gewonnen. Deutscher Ton ist hier bei diesem Steelbook sogar mit dabei, sodass jeder, der den Film sehen möchte, bedenkenlos zuschlagen kann. Interessant, dass hier die Informationen wie gewohnt auf so einem Backcover-Blatt nur angebracht sind, das sich dank der Klebepunkte sehr, sehr fein und leicht entfernen lässt, sieht man hier, glaube ich, auch ganz gut im Video. Ein bisschen vorsichtig sein, dann hat man das recht flott unten, ohne irgendwelche Schäden befürchten zu müssen. Ich riskiere ja eh einiges, indem ich das einfach so mehr oder weniger Freestyle mache. Aber wir haben hier meiner Meinung nach eines der geilsten gezeichneten Motive, die ich mir vorstellen kann. Zu einem gewissen Grad ist es natürlich die klassische Photoshop-Montage, wobei genau das bei Superhelden auch irgendwie funktioniert. Alleine die drei hier oben, die absolut massiv und präsent hier runterschauen, vor allem auch mit diesen Blitzen im Hintergrund. Dann die Crew hier unten, ja, ich weiß von den meisten nicht, wie sie heißen, lasst's mir in Ruhe. Sieht ebenfalls kräftig und dynamisch aus und natürlich das Riesenviech da im Hintergrund auch genial. Zudem hat der Designer eine ganze Arbeit geleistet bei dem metallischen Steelbook-Effekt. Der belegt nämlich einerseits den fast kompletten Hintergrund, außerdem einige metallische Elemente hier zum Beispiel bei dem Outfit oder auch hier oben bei den Blitzen. Das sieht wirklich einfach nur geil aus und das kommt so richtig schön zur Geltung, wenn man dann dieses Steelbook bewegt. Das ist wirklich, wirklich ein saugeiles Cover. Genauso bist du. Auch hier hinten, ich meine, das Einzige, was mich stört, ist standardmäßig dieser Block mit den Credits. Aber auch hier wunderschön die Charaktere herausgearbeitet mit dem metallischen Steelbook-Effekt im Hintergrund, der eben dafür sorgt, dass dieses Bild ein bisschen ebene und ein bisschen dreidimensionales Feeling bekommt. Das ist echt ein geiles Motiv. Und auch wenn hier nichts Durchgehendes ist, sind das, finde ich, wirklich zwei Bilder, die sich außen auf diesem Steelbook absolut perfekt machen. First of all, if you live within the UK or Ireland and want to use this code, please feel free to do so because, well, I can't. Außerdem haben wir vergessen, dass man auch eine Disc gestalten kann. Das ist jetzt eher unfein von Warner. Und haben dann hier drinnen ein ziemlich cooles Innenartwork, ehrlich gesagt, das sich nur in der Kamera relativ ungern präsentiert, weil es doch sehr dunkel ist und sehr düster ist. Dafür allerdings ist es mit Hochglanzfinish versehen und schaut demnach auch etwas präsenter aus, als es das ohne Grundierung und Finish getan hätte, bietet aber trotzdem an einigen Stellen zumindest einen leichten metallischen Effekt, der da durchscheint. Keine Ahnung, ob man das ansatzweise aufgrund der ganzen Reflexionen jetzt hier im Video wirklich erkennen kann, aber grundsätzlich ist das ein wirklich nettes Innenartwork, wobei mir persönlich das Steelbook außen trotzdem im Endeffekt besser gefällt als hier innen, aber macht nichts. Dann haben wir da drinnen noch etwas Werbung für andere Superhelden. Zeichentrickfilme von Warner. Ist ganz nett. Wenn ich Zeit habe, schaue ich da einmal rein mit ein bisschen über 70 Minuten. Ist der Film ja relativ gemütlich und schnell schaubar.
Wobei ich ehrlich gesagt zugeben muss, dass ich schon eher in Richtung Live-Action-Film gebe meinen Präferenzen als bei den Zeichentrickfilmen. Aber wenn es so ein schönes Steelbook ist, dann muss das einfach in meine Sammlung.